Was geht ab, Leute? Sehen es wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, ich glaube, so langsam kommen wir zum Abschluss, weil wir sind ja auf Cybertron. Hui, Glühwürmchen! Hui, wie schön! Also, Heuschrecken. Oh, ging aber schnell. Aha. Wie aus dem Kern. Boah. Nein. Boah. Fahr doch. Na, aua. Shit. Wie soll ich denn da gegen ankommen? Na Mann! Boost. Wow. Was ein bisschen mickrig. Planetary extinction. No one escapes. The Insecticons and the Plasma Core are but two of three components. The Ferrotaxis. Though it contains much of our lost culture, destroying it could save Earth. Megatron has Ferrotaxi. Inheritors detected. Activating security system. Looks like Soundwave figured out how to get behind the security. Suche den Ferrotaxis. Ups. Was sind das für Säulen im Schiff? Die sechsseitigen Säulen sind Symbole für die cybertronische Kolonnade. Die Kolonnade basiert auf sechs kulturellen Axiomen oder Pfeilern, die ihr ihre langwährende Stärke und ihr Konzept verliehen. Diese Säulen jedoch erfüllen keine Funktion in der Kolonnade, abgesehen von der Repräsentation. Sie scheinen lediglich Behälter und Stasiskapseln für cybertronisches Leben zu sein. Na dann. Wow! Wow. Ah, zack. Hopp. Uah. Und zack. 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 Na? Zack. Buh! Shit. Hab. 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 Wow. Shit, was war denn das jetzt? Und zack. Und los geht's. Au. Thank you.
Bam, weg mit dir. Mann, stirb, Insekt. So. Oh Mann. Dum 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 dum. Hab. 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 Ach ja, wir müssen jetzt hier kämpfen. Aua. Weg mit dir. Hoppala. Ei. Na, zack. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja, mal gucken, was hier passiert. Oh, shit. Ja, Gott, das. Da brauche ich andere. Da brauche ich einen Blaster oder sowas, so wäre es viel besser. Als mit so Raketen, die ewig brauchen. Au. Ja gut. So. Frachtlift. Der Frachtlift wurde erschaffen, um jede Ebene des Schiffs erreichen zu können. Sein Anti-Schwerkraftantrieb ermöglicht es ihm, sich frei innerhalb der riesigen Schiffsinfrastruktur zu bewegen. Das Geschütz scheint ursprünglich entworfen worden zu sein, um einen Piloten zu beherbergen, wurde jedoch zur Bestückung mit Waffen umgebaut. Schlussfolgerung: Irgendetwas ist auf diesem Schiff schiefgelaufen. Der Absturz, das Geschütz, die gescheiterte Mission, die Proud Star scheinen nicht durch äußere Einwirkung vom Himmel gefallen zu sein, sondern eher aufgrund eines internen Disputs. Na dann? As we thought, it's busted. Leave it to me. Here's a wheel check. Mr. Lift funktioniert. We can attack. Phase one. Wheeljack, keep preparing. It appears we have company. Never stood a chance. Weg mit euch. Try it.
Bam. Endlich erwischt. Na komm schon. Bam! Bam, weg mit dir. Muss ich jetzt wieder bei Phase 1 anfangen oder bei Phase 3? Phase 1. Wheeljack, keep preparing. It appears we have company. Aua. Weg mit dir. Aber was ist denn das für ein Pisser? Weg mit dir. Manometer. Hurry it up, Wheeljack. I'm starting to lose my taste. Just a little longer. I could use some assistance.
auffallen. Zack. Scheiß Schlange. So. Nein! Aber ich darf mir halt nichts wegbewegen von denen. Die anderen kriegen ja gar nichts, die pfeifen. As we thought, it's busted. Leave it to me. Begin attack. Phase one. Wheeljack, keep preparing. It appears we have company. Boom. Blöd, dass es natürlich kaputt geht, wenn ich die Mission nicht gleich habe. Bleib weg von Wheeljack. Oh Mann. Mit eurer Tür. Schnell. No way out. Machen die anderen eigentlich auch mal was? Meine Fresse. Drei Lappen, die nur da rumstehen. Wie habe ich denn noch für einen Scheiß? Wheeljack, keep preparing. It appears we have company. Get out.
I could use some assistance. The claw, destroy it. Hurry. Zack, zack, zack. Da. Eins. Komm schon. Yes. They're still coming. This is not Corker. Sending intercepting forces. Why? Those Autobots! Learn to give up! All forces, attack me. Never stood a chance. Weg mit euch. Na komm schon. Tschau.
Nein! Weg mit dir. Und tschüss. Ach du Scheiße. Und Mann. Jetzt geht's hier nochmal richtig auf Zacken. So. Yeah. Brrr. Wow. Whoa. Was los, Peter? Was machst du schon wieder so? Oh, fuck. Nein. Ich bin mir auf den Kick. Toll, alle meine Fangen waren auf der anderen Seite. Was ist denn der?
Ja, was? Hä? Der ist ja nicht mal da. Ich bin da einfach aus der Decke. Scheiß verbackte Nebenmission. Wo war denn da irgendwas? Also entweder bin ich jetzt blind oder das war halt wieder irgendwie ein Bug. So, muss ich da jetzt? Ne, ich muss eigentlich da hin, oder? So, und jetzt? Yes! Ich hab schon gedacht, jetzt fliege ich gleich runter. Alter, dann hätte ich aber einen Controller gegen die Wand geschmissen. Wow! Also dann, wenn... Woo! Bam, bam! Bam, bam! 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 Jetzt kommen bestimmt alle Gegner noch einmal. So als krönender Abschluss. Kennt man doch in Spielen. So, da haben wir es doch. Zack. So, was kommt jetzt hier? Ab in der Bar.
Das lesen wir jetzt noch und dann machen wir die Folge erstmal Schluss. Wieso werden in der Stadt Energonwürfel gelagert? Energonwürfellager dienen allen Cybertroniern als Treibstoff. Die Lager um die Stadt herum lassen vermuten, dass es zahlreiche cybertronische Lebensformen in der Nähe und innerhalb der Stadtgrenzen gibt. So. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Die Folge ist mal wieder ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.